Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Indisch für Anfänger. Wir machen nämlich indische Linsensuppe und zwar mit roten Linsen. Das sind die Linsen, die man nicht einweichen muss, wisst ihr? Mit Kokosmilch, mit jede Menge leckeren Gewürzen, das Ganze im Thermomix. Nicht viel Arbeit und trotzdem sehr, sehr lecker. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Als erstes müssen wir eine Zwiebel halbieren und eine Knoblauchzehe schälen. Das Ganze kommt in unseren Kessel und wird die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Das Ganze wird jetzt nochmal nach unten gedrückt, geschoben, nicht gedrückt, geschoben. Und wir geben 40 Gramm Butter hinzu, um das Ganze dann 3 Minuten auf Stufe 1 Temperaturvaroma anzuschwitzen. So, der nächste Arbeitsschritt steht unmittelbar bevor. Jetzt kommen schon mal einige Gewürze hier rein und zwar Kreuzkümmel, davon einen halben Teelöffel und einen ganzen Teelöffel Kurkuma. Den machen wir auch da rein. Dann die roten Linsen, 175 Gramm. Und jetzt wird das Ganze nochmal angeschwitzt, allerdings nur auf 90 Grad, aber ebenfalls 3 Minuten auf Stufe 1. So, und weiter geht's im Text hier für unsere Linsensuppe indischer Art. Ich habe hier 4 mittelgroße Kartoffeln geachtelt. Also achteln ist ja, wenn man ein Viertel nochmal durchschneidet. Dann haben wir 200 Milliliter Kokosmilch, 700 Milliliter Wasser und 2 bis 3, wir machen jetzt mal einen ganz großen hier, den Rest unseres Suppengrundstocks rein. Ihr könnt natürlich auch Gemüsebrühe reinmachen, da braucht ihr dann etwas mehr, so 3-4 Esslöffel, aber unser Suppengrundstock ist ja sehr geschmacksintensiv, da reicht das hier. Und zur Not kann man nachher immer noch nachwürzen. Dann habe ich eine Dose Tomaten, stückige, noch eine Prise Salz zur Sicherheit. Aber auch hier lieber nachher nochmal nachwürzen, anstatt dass man es versalzt. Und das hier sind Chiliflocken. Da mache ich einfach so eine Prise, so ein ganz bisschen von rein. Deckel drauf. Und das Ganze wird jetzt 20 Minuten 100 Grad Stufe 2 gekocht. So, unsere Suppe ist soweit fertig oder zumindest fertig gekocht. Jetzt müssen wir die noch 15 Sekunden auf Stufe 10 pürieren und dann noch mal kurz abschmecken. Aber erstmal pürieren, 15 Sekunden auf Stufe 10. So, und die pürierte Suppe schmecken wir jetzt noch ab mit einem Teelöffel Garam Masala. Das ist eine typisch indische Gewürzmischung und bei Bedarf auch noch mit etwas Salz. Ich rühre das nochmal kurz um hier. Schadet ja nichts. Und ob Salz dran muss, das werde ich gleich mal checken. Aber ich glaube, da ist genug dran. Boah, ist richtig schön cremig. Also erstmal abschmecken. Ob noch Salz dran muss? Nee, meiner Meinung nach nicht, denn unser Suppengrundstock, der hat schon genug gesalzen. Ich hole mir jetzt ein Tellerchen, serviere das schön und dann wird gegessen. Sieht gut aus, riecht gut, schönes Kokosnussaroma. Die Konsistenz, wie gesagt, ist etwas breiig, ja, ganz klar, aber es schmeckt wunderbar. Ich finde das mega, mega gut. Vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht könnte man noch einen kleinen Tropfen Essig dazu machen. Würde ich vielleicht sogar mal ausprobieren beim nächsten Mal. Aber so kann ich das Rezept absolut empfehlen. Wenn ihr das nachkochen wollt, gar kein Problem. Dieses Rezept findet ihr in unserem Rezeptbuch 500 Rezepte für den Thermomix. Den Link zu dem Rezeptbuch, den habe ich euch unten in die Kommentare gelegt. Natürlich aber auch den Link zum PDF in unserem Wunderkesselforum. Da solltet ihr eh mal reinschauen, denn da gibt es die besten Rezepte rund um den Thermomix.
Wenn euch die Linsensuppe geschmeckt hat, ihr die nachgekocht habt, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Oder schreibt mir, wie ihr Linsensuppe indischer Art macht. Ja, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, Linsensuppe zu kochen. Das hier kommt auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste in den nächsten Wochen für zu Hause. Hoffentlich auf eure auch. Ich sage Tschüss, bis nächstes Mal und guten Appetit. Ciao.